Im Berufsleben erleben wir nicht selten bedrohliche Situationen oder irgendeine Situation, wobei wir wieder an das ehemals traumatisierende Ereignis erinnert werden. Also wir erfahren ein sogenannter Trigger. Und häufig wissen wir im ersten Moment gar nicht, was da los ist. Wir merken aber ganz deutlich, dass sich was verändert hat, entweder an unserer Stimmung, an unserer Körperhaltung oder an unseren Gefühlen. Das ist ja meistens dann Furcht. Und auch kognitiv, also unsere Gedanken stoppen entweder, können wir uns gar nicht mehr konzentrieren oder denken. Und nicht selten erfahren wir einen Blackout oder eine Art Erstarren. Und jetzt in diesem ganz kurzen Video möchte ich dir zwei Strategien vorstellen, die dir in der ersten Sekunde sofort helfen können und du somit sehr wirksam verhinderst, dass du von dieser Situation überwältigt bist. Ein klarer Pluspunkt ist es, dass du kein Skill, also sowas wie ein Igelball oder sonstiges benötigst. Das heißt, das merkt dir von außen eigentlich niemand, dass du gerade eine große Schwierigkeit hast und du lieferst dich nicht aus. Eine sehr wirksame Übung ist es, und das kannst du auch wirklich in der Arbeit ohne weiteres machen, wenn eine ähnliche Situation sich anbahnt, dann sofort mit dem Körper in die Aktion treten. Das heißt, du kannst auch nur einen Schritt nach vorne tun oder wenn du gerade sitzt, dann aufstehen. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann kannst du mit den Füßen einfach die Erde küssen. Was bedeutet das? Dass du deine Füße unter dem Tisch bewegst und beide Fußsohlen einfach, naja, dort einfach spürst. Beginnst du das zu spüren und deine Aufmerksamkeit lenkst du auf deinen Körper und nicht darauf, was eben, ja, in der Außenwelt gerade passiert. So kannst du den Fokus zu dir selbst und wieder nach innen tragen und erstmal bist du safe und sicher.